Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Live-Tuning ist wieder am Start heute, weil der Vapid Minivan heute released worden ist. Ein feiner neuer Lowrider. Ja, was gibt es zum Minivan groß zu sagen? Wir schauen uns mal kurz an. Den gab es schon seit GTA 5, dann in Lost and the Damned war glaube ich auch mit dabei. Und Ballad of Gay Tony, dann wieder in GTA Online und jetzt wieder als Custom-Version, als Lowrider-Version. Gibt es den bei Benny's Original Motorworks zu kaufen für... Lasst uns schauen, für 30.000 waren es, glaube ich. 30.000, wenn wir hier mal reinschauen. Fahrzeuge. Da ist er, der Vapid Minivan. Den könnt ihr ja schön umrüsten. Mit einem feinen Paintjob oder mehreren feinen Paintjobs. Kurz Beschreibung, ne, lesen wir uns nicht durch. Brauchen wir uns nicht durchlesen, die Werte sind ja alle Bullshit. So, kurz noch zu den Anspielungen. Lass mal kurz einsteigen. Kamera wechseln. So, vorne ist ein Dodge Caravan von 2007 und hinten ist es ein Ford Windstar von 1999 bis 2003, vierte Generation, glaube ich. Jo, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen zum Vapid Minivan. Jetzt werden wir die Kiste mal auftunen bei Benny's Original Motorworks zum... Ja, das ist eigentlich Vapid Minivan, ist eigentlich ein Transporter. Jetzt werden wir den mal zum Lowrider umrüsten. Ist es denn immer noch ein Transporter? Ich weiß es nicht. Mal aufrüsten zum Vapid Minivan Custom. $313.500. Bam! Okay, wir schauen uns die Kiste mal an. Was hat sich jetzt groß verändert? Die Logos hinten sind weg. Und an den Seiten die Logos sind auch weg. Und wir haben jetzt natürlich diese geilen Tuning-Felgen und ein Hydraulik, wie so eine Art Hydraulik-Vorstufe. Okay, Standardkram. Ich habe schon ein bisschen so einen Plan, was ich ungefähr tunen möchte. Also so designmäßig. Bremsen, ihr wisst das Beste. Motorblock, Lackabdeckung, V8 Lackrippenabdeckung, V8 Chromabdeckung und V8 Chromrippenabdeckung. Ich nehme hier die Lackrippenabdeckung. Ich will es halt ein bisschen bunt haben. Sieht ja ziemlich episch aus, ne? Wenn man jetzt diesen normalen, ich glaube, das ist ein normaler V8-Block hier drin. Das fette Teil mal so sehen. Und dann so der Vergleich hier. Auf jeden Fall richtig dickes Ding. So, V8 Lack Rippenabdeckung mit Rot. So ein Luftfilter. Chromluftfilter haben wir einmal, Doppelluftfilter und gebogene Ansaugtrichter. Ich nehme hier die Doppelluftfilter, sieht irgendwie am besten aus, passt ganz harmonisch zu den zu diesen Lackrippen. Diese zwei fetten Hanuta-Teile nehmen wir einfach mal. Dann Motorabstimmung, beste, natürlich immer das Beste. Was haben wir noch? Wir haben einen Auspuff. Da haben wir nicht so viel zur Auswahl. Wir haben einen Titan-Doppelauspuff. Ja, ein bisschen dicker und auch irgendwie glänzender. Titan halt, nehmen wir. So, dann Sprengstoff, die brauchen wir nicht. Dann Funkel. Wir haben einen Funkelkühlergrill. Das ist der Wahnsinn. Das funkelt wunderschön. Das ist einfach nur ein normaler Chromkühlergrill. Ja, es ist ein Funkelkühlergrill. Wir nehmen den Funkelkühlergrill für 700. Was waren es? 12, glaube ich. Hupe, nehmen wir, da es den ab GTA vorgab, nehmen wir eine Liberty City fortlaufen. GTA 4 halt. So. Dann Hydraulik, was nehmen wir da? Wir haben Vierfachpumpen V-förmig. Dann Vierfachpumpen 4 in Reihe. Dann lackierte Basis V-förmig. Lackierte Basis 4 in Reihe. Natürlich hier auch wieder das Beste übrigens. Ein kleiner Lautsprecher haben wir auch schon drin hinten. Weil das Beste lässt eure Karre eigentlich am höchsten springen und so war es normalerweise. Innenraum. Ausstattung. Ausstattungsdesign. Wir haben mal Sonderausstattung. Vorne so ein kleines Böckchen, hinten und in der Mitte. Oder so eine Boxenleiste. Dann Sonderausstattung, Primärfarbe. Weiß ich nicht so ganz. Multimedia-Armaturenbrett. Multimedia-Armaturenbrett, Primärfarbe. Ich will die Kiste innen drin ein bisschen. Ich glaube. Weiß nicht, dass ich ein bisschen Spielraum habe, möchte ich es eigentlich schon gern so haben. Also Multimedia-Armaturenbrett ohne Primärfarbe. So, nehmen wir das einfach mal. Und eigentlich ist es sinnlos, dieses Teil in der Mitte, dieses Multimedia-Set, weil man sieht eigentlich gar nichts. Oder? Da sieht man eigentlich, glaube ich, nur einen Radiosender, wie der wechselt. Ansonsten bewegt sich da eigentlich gar nichts. Ausstattungsfarbe. Nehmen wir, ich glaube... Mal eben zu Torino-Rot gesprungen, das wäre es hier ein Torino-Rotes Innenleben. Sieht schon mal ziemlich cool aus. Alles komplett Torino-Rot, Rot, Rot, Rot. Das ist ziemlich fein. Vorne das Brett glänzt, so ein bisschen lackiert und der Rest ist so matt. Okay, nehmen wir. Ausstattungsfarbe haben wir. Verzierung. Das ist ja ein Familienvan. Da es ein Familienvan ist, fehlt dir nur so ein Familienpapa, so ein gestörter Familienvater. Vielleicht so ein Typi. Oder eher so ein cooler. Ich glaube, es ist eher so ein cooler, wäre vielleicht passend. Dann nehmen wir mal den hier. Cooler Familienvater. Wackelkopf-Style.
Verzierung, Instrumente, was haben wir für Instrumenten? Wir haben sehr mäßig so weiter. Straßenflitzer, wir haben Totenkopf. Weiß ich nicht, nee, Totenkopf. Skorpion, ich glaube, ich werde mich für einen Skorpion entscheiden. Der Rest hier, das sieht man nicht so ganz so gut. Ich glaube, ich nehme den Skorpion. Weiß, schwarz so ein bisschen. Dann Türen, wir haben Billiglautsprecher, wir haben einfache Lautsprecher, wir haben erweiterte Lautsprecher, wir haben audiophile Lautsprecher, das sieht schon mal cooler aus. Und wir haben extreme Türlautsprecher, sieht aus wie so ein Bienennest oder so, keine Ahnung, also ob dieser was eingenistet hat. Erinnert mich auf jeden Fall sehr an den Moonbeam, die Customization, also das Tuning von Moonbeam. Nehmen wir mal extreme Türlautsprecher Sitze. Speziell angefertigte Ledersitze, mal so durchswitchen. Sieht auf jeden Fall stylischer aus. Ja. Cooler aus. Nehmen wir. Vom Familien-Van zum Tuning-Van. Passt deutlich besser. Lenkrad. Was nehmen wir bei Lenkrad? Da können wir mal durchswitchen. Die sind zu retro. Burnout ist schon mal nicht schlecht. Der Sternstopp. Jugendstil. Ah, ich glaube, ich nehme Jugendstil. Oder? Warte mal. Da muss ich mir entscheiden zwischen Burnout und... Nee, Burnout. Burnout passt, glaube ich, ein bisschen besser. Sieht irgendwie mächtiger aus und coolere Verzierung so. Lenkrad halten wir. Schaltknüppel. Nehmen wir. Weiß nicht, glaube ich, nehme den Würfel. Ich nehme den Würfel. Ich habe mich jetzt für den Würfel entschieden, dass wir nicht so lange hier rumgucken. Schilder. Was nehmen wir bei Schilder? Mal durchschalten. Ich will auf jeden Fall Neon. Wieder Neon ist bei mir Standard. Und hier entscheide ich mich diesmal für Benny's Original Motorworks. Neon-Schild, weil sonst hatte ich mal San Andreas, glaube ich, bei dem anderen, beim Tornado hatte ich San Andreas. Lichtfarbe, was nehme ich mal Lichtfarbe? Ich glaube, ich nehme ein schönes Eisweiß als Lichtfarbe. So, Eisweiß, das knallt schön, das kommt schön raus, weil Frostweiß ist ein bisschen dunkler. So, das wäre es schon mal zum Innenraum. Dann bei Scheinwerfer, Xenon, Neon-Kids, Neon-Anordnung, alles komplett natürlich Standard. Und dann nehme ich ein Rot als Farbe. Weiß, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht oder doch vielleicht ein Weiß. Bin mir gerade nicht sicher. Warte mal. Haben wir hier schönes Eisweiß? Haben wir ein schönes Eisweiß? Mal gucken. Nee, eigentlich nicht. Das war eigentlich nur das Standard. Weiß. Ach, scheiße. Ich glaube, ich nehme erstmal das Rot. Lass erstmal das Rot und dann schaue ich mal, wie es aussieht nachher. Vielleicht verändere ich es nochmal. So. Scheinwerfer hatten wir. Design. Jetzt schauen wir mal durch, was es so an Designs gibt. Detailreiche Linierung. Retro-Linierung. Man sieht nicht viel. Okay, für die, die auf nicht so viel Kram stehen. Aber ich will auf jeden Fall ein bisschen mehr Kram. Ja, ein bisschen mehr Stuff, ein bisschen mehr Design. Ja, Tribal-Linierung auch nicht schlecht, aber man sieht zu wenig. Weiß ich nicht. Klassische Linierung, Geometrie. Das sieht schon mal cool aus. Ich mag es halt, wenn es auf jeden Fall, wenn du viel mehr siehst, viel mehr Details und Haufen. Ja, Haufen Details, Haufen coole Sachen zum Schauen. So, blaues Labyrinth, das sieht ein bisschen aus wie, weiß nicht, griechische Mythologie oder irgendwas aus irgendeiner Mythologie, keine Ahnung. Schon mal cool. Grünes Labyrinth, dasselbe nochmal in grün, ja. Und Feuersbrunst, sieht ganz cool aus, aber es hat ein bisschen, ich meine, da kannst du ein schönes Hot Wheels Auto draus basteln, aber das hatte ich schon beim Backen hier, das mit dem Feuer vorne. Von daher, das letzte ist hier, Totengeleit. Bester Paint Shop. Aber man sieht noch nicht so viel. Ich nehme es erstmal. Wir haben ja hier einen Haufen Gesichter so drauf. So, weiß ich, so Ghetto-Skelette mit ein paar Ghetto-Bräuten, die gerade so ein bisschen traurig sind wie hier. Ne? Und nehmen wir halt, und da werde ich nachher nochmal die Farbe ändern. Nummernschilder, nehmen wir Nummernschildhalter. Ich will was mit Palmen, von daher nehme ich Hawaii vom Feinsten. So, Wunschnummernschild. was nehmen wir? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme mir das klassische Bennys Gold auf Schwarz. Die anderen, weiß ich, passen nicht so. Das sieht ein bisschen billig aus. So. Also die anderen sehen ein bisschen billig aus. Das sieht noch am coolsten aus hier. Nummernschild, das normale, nehmen wir auf jeden Fall Gelb auf Schwarz. Sieht sehr cool aus. Und Lackierung, jetzt kommt zur Lackierung. Primärfarbe würde ich mich mal für... Das Ding ist halt hier, ich werde mich erstmal für ein Matt entscheiden. Und das Ding ist, wenn wir so durchschalten, am besten sieht aus, Limettengrün sieht am geilsten aus, weil da kommt halt das Design richtig cool durch. Also da sieht man am besten so diese ganzen Bemalungen, diese ganzen Gesichter sieht man hier am besten. So, dann bei Gelb sieht es nochmal ganz cool aus, Orange geht noch so, ist schon ein bisschen dunkler und der Rest ist alles viel zu dunkel. Eisweiß, da sieht man es am besten, da siehst du die Gesichter am geilsten. Es ist wie so ein geiler Comic, ja. Als ob du gerade einen Comic schaust. Ich nehme auf jeden Fall Eisweiß deswegen, gerade weil man hier so alles so schön sieht, ihr könnt es mal sehen, hier diese
Ghetto-Skelette mit einer, was denn das, irgendeine Waffe. Ghetto-Bräuten mit Basecaps. Hier so eine Krone hat der Typi noch auf, dieses Skelett. Das ist, glaube ich, eine AK oder sowas. Oder ich kann es gerade nicht so richtig erkennen. So, nehmen wir das. Und hier werde ich noch den Perleffekt draufknallen. Das heißt, ich mache mal den Perleffekt-Glitch. Weil matte Farbe geht natürlich normalerweise nicht. Metallic kommt mal drauf kurz. So, dann kurz was verändern. Ich nehme mal das Nummernschild. Ne, das nicht. Nummernschild. So, das. Lackierung primär. Und jetzt können wir Perleffekte nehmen. Hier nehme ich einen Torino-Rot-Perleffekt. So. Wenn ich jetzt den Torino-Rot-Perleffekt habe, das ist so, als ob die kleinen Gesichter alle zum Leben erweckt werden. So, na, dieser geile rote Perleffekt, so wenn man immer so die Kamera schwenkt. Ja, sieht schon irgendwie ein bisschen bedrohlich aus. Ist auf jeden Fall ein geiler Effekt. So, was haben wir noch? Sekundärfarbe. Da nehme ich, schauen wir mal. Auf jeden Fall auch matt. Achso, das waren die Sitze. Nee, das lasse ich bei rot. Dann nehme ich auf jeden Fall, warte mal, ich gucke mal nochmal durch hier. Mir nochmal Torino-Rot oder irgendein Rot nehme ich nochmal. Ja, ich nehme irgendein Rot. Ich nehme das Rot hier. Ich glaube, das passt noch ein bisschen besser als das andere Rot vorher. Mir gerade nicht ganz so sicher. So, Ausstattungshabe hatten wir alles. Ich gucke nochmal kurz. Jo, hatten wir. Dann Kuh mit dem Blauchen brauchen wir nicht. Dann haben wir noch bei Dach. Was haben wir bei Dachträger? Dachträger. Wer fährt mit dem Dachträger rum? Alter, what the fuck? Ich meine, das ist ein Tuning-Car. Chrom Dachschienen. Okay. Glitzert schön. Chrom-Dachträger. Tom Clancy's, fick dich. Chrom-Dachträger oder Chrom-Dachschiene. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich habe gerade gesagt, Dachträger ist scheiße, aber wenn ich einen Chrom-Dachträger habe, warum nicht? Ich meine, es erinnert mich noch so ein bisschen an das Familienauto, aber halt Tuning-Style. Ja, warum nicht? Chrom-Dachträger, okay. So, was haben wir noch? Spoiler. Ein Dach-Spoiler, das ist cool, ist halt, der ist halt auch bemalt mit diesem geilen Design, mit diesem Totenkopf-Design. Von daher nehmen wir den. Und Getriebe, beste. Okay, habe ich. Das hier. Kofferraum. Wir haben rechteckige Lautsprecher. Dann runde Lautsprecher. Dreifaches Subwoofer. Okay, Premium-Klangmauer. Cool mit Design an der Seite. Sehr geil. Dann Premium-Klangmauer Neon. Premium-Subwoofer. Da hat sich was verändert in der Mitte. Was ist das Teil in der Mitte? Könnt ihr mal in die Comments schreiben, das weiß ich nämlich gerade nicht. Was ist das Teil in der Mitte? Sieht aus wie ein kleiner Staubsauger. Es ist garantiert kein Staubsauger. Premium Subwoofer Neon. Extremer Audio-Einbau. Sehr geil, wie beim Moonbeam hinten diese fette Audio-Wand, ja? Und jetzt nochmal. Extremer Audio-Einbau Neon. Habt ihr die fahrbare Mini-Disco am Start? Nehme ich. So, was haben wir noch? Turbo. Turbo-Tuning, ja, logisch. Reifen. Ich meine, Kiste, wir werden die nicht fürs Rennen nehmen. Das ist eh ein Transporter. Felgentyp Benny's Beesburg werde ich hier nehmen, wenn wir kurz durchschalten. Welche hier am geilsten kommen, könnt ihr ja nochmal schreiben, was hättet ihr genommen und so weiter und so fort, ja. Ist jetzt ja nur meine Meinung, mein Geschmack, mein Design, jeder hat eine andere Meinung, ja. Weil viele da, einige dann mal schreiben, Junge, du hast ja gar keinen Geschmack, man sieht voll scheiße aus, aber hey, jeder hat halt seinen Geschmack, ja. Das heißt nicht, dass man keinen Geschmack hat, nur weil man seinen Geschmack hat. Okay, ich nehme ja die Big Dog Spokes Vergoldet. Sieht ganz cool aus, glaube ich. Rockstar hatte die auch in dem Newswire-Post genommen. Darum habe ich mich jetzt auch für die entschieden, aber halt für ein anderes, für eine andere Farbe. So, Felgenfarbe können wir auch nochmal auswählen, weil es ja die Beespokes sind. Und da werde ich mich auf jeden Fall für ein Rot entscheiden. Können wir noch kurz hier mal durchschalten. Habe ich schon? Ach hier, nee, Rot. Da ist das Rot. So, Felgenfarbe. Reifenmuster. Und hier, weil es gut zum Innenraum passt, werde ich jetzt nicht die Retro-Weißwand, nein, ich nehme die rote Linien. Sieht sehr cool aus. Ich habe nämlich rote Felgenfarbe, rote Linien und rotes Innenraumdesign. Sehr nice. Okay, Reifenverbesserung, schusssichere Reifen, Reifenqualm, dann nehme ich wieder den roten Reifenqualm. Replay Oldschool Style, rot, weiß, schwarz, ihr wisst Bescheid. Dann, was haben wir noch? Fenster? Nee, wir haben alles getuned. Leute, wir sehen uns gleich wieder draußen schön in der Sonne mit meinem Bapit Minivan Custom. Voll aufgetuned. Bis gleich. Hey, ich bin mal kurz zum Alice Customs in der Stadt gefahren, weil es gerade so schön passt. Es ist gerade Nacht. Ich wollte euch ja mal kurz nochmal die Beleuchtung zeigen. Den Bapit Minivan Custom. Komplett mit feinster Neonbeleuchtung. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz persönliches Fahrzeug fernsteuern. So, Motor ein. Switch. Alles an. Sehr schön. Und jetzt bitte mal noch alle Fahrzeugtüren auf. Das ist der Webbit Minivan Custom. Erstmal bei Nacht. Wir latschen mal kurz rum. Geduckt.
What the fuck? Was soll das? Was soll das? Ich hatte doch eigentlich, na egal. Ich hatte doch eigentlich rot. So. Erstmal bei Nacht und dann gibt es den gleich nochmal bei Tag. Schön mit Sonne, dies und das. Aber hier nochmal erstmal, dass ihr alles schön seht. Die ganze Neonbeleuchtung. Gerade nachts kommt es richtig geil. Ich finde das Lenkrad recht fett eigentlich. Passt ganz gut. So. Hier hinten diese fette Klangmauer. Wunderschön. Mit Design. Und extremer Neonbeleuchtung. Und nochmal die andere Seite. Und hinten haben wir eine geile Schiebetür. Sehen wir nochmal gleich. Wir sehen uns gleich in der Sonne wieder. Back in der Sonne mit unserem wunderschönen Vapid Minivan Custom. Und es ist immer noch ein Transporter, wie ihr unten sehen könnt, unten rechts. So sieht er aus, wenn er draußen in der Sonne steht. Wunderschön mit diesem geilen Perleffekt, mit diesem schönen Torino-Rot-Perleffekt auf der matten Lackierung. Das ist wirklich so, wie ich schon mal gesagt habe, als ob die Teile, als ob die Skelette und Gesichter zum Leben erweckt werden, wenn er so die Kamera drüber schwenkt. So, rote Perleffekt, nice. Okay, ich zeig's dir mal kurz, wie es denn aussieht mit allen Türen auf. Dass wir das nicht vergessen. Erstmal persönliches Fernsteuer. Fernsteuern. So, ein. Und alle Türen bitte auf. Bitte, bitte, bitte. Nice. Diese wunderschönen Motorhauben. Innenseite so ein Weiß, ja. Hier innen drin alles weiß. Eigentlich hatte ich es ja rot. Aber okay, sieht auch geil aus. Ich mir so ausgesucht. So, mal kurz rumwatscheln. Mal die goldenen Felgen. Roter Rand. Und hinten, ich zeig's nochmal kurz. Wenn ich jetzt die Fahrzeugtüren aufmache. Mal Fahrzeugtüren keine. Hab hier so eine geile Schiebetür. Erinnert doch alles sehr an den Moonbeam, aber trotzdem geil wegen dem Design. Eins der besten Designs überhaupt neben diesem Moonbeam-Design. Das hat ja auch diese Gesichter drauf, diese Comic-Gesichter. Hier nehmen wir diesen extreme Audio-Einbau. Ich frage mich übrigens gerade, wie kann der verdammt mal die Tür aufmachen, wenn da gar kein Griff drin ist? Du hast einen Haufen Lautsprecher. Egal, soll ja geil aussehen, glaube ich. Einfach nur geil aussehen. Und hier haben wir das schöne Lenkrad. Gefällt mir übrigens ziemlich nice. Burnout-Lenkrad, weiß und so, passt super geil zum Neon und zum ganzen weißen Linien und so. Audio-Einbau und Multimedia-System, Boxen, 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 überall Boxen, krasse Endstufe, überall Boxen, weiße Nähte übrigens sehr geil an den roten Sitzen, diese supergeilen Torino-roten Sitze, Schiebetür und hinten nochmal dieser fette Audio-Einbau, diese fette Audio-Mauer, ja, kannst du schon sagen, das ist eigentlich so eine Klangmauer, hinten nochmal ein paar fette Endstufen, also Verstärker-Endstufen, oh, Batterien, Hydraulik und nochmal krasses Design an der Seite und hier nochmal auch noch ein Design an der Seite und das Ding in der Mitte weiß ich halt nicht, was es ist, könnt ihr mal in den Comments schreiben, aber es muss irgendwie so ein Verstärker, Endstufen gedönt sein, keine Ahnung, ich dachte, es ist ein Handstaubsauger, aber es ist kein Handstaubsauger, denke ich mal nicht. Jo, nochmal hier von der Seite, ich finde es richtig geil abgestimmt von den Farben her, finde ich ein bisschen besser vielleicht als beim Tornado, könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie ihr es findet, ob ihr es anders machen würdet oder ob ihr es genauso machen würdet, keine Ahnung. Ich werde mal kurz einsteigen, dass ihr nochmal einen Sound hören könnt vom Vapid Minivan Custom. Ich halte mal kurz meine Klappe. So, angemacht. Kurz zumachen und mal ein bisschen bouncen. Hydraulik hatte ich ja beim Tornado Custom nicht getestet. Ja, Hydraulik testen nochmal kurz. Vorne ein bisschen jumpen. So, hinten nochmal ein bisschen jumpen. Lass mal sehen, diesen geilen Hydraulik-Unterbau mit diesen fetten Federungen. Diesen fetten Chromstangen und. Was sind das noch so? Irgendwelche Ketten zur Halterung und die Thanos-Puffe. Okay, noch ein bisschen rumfahren. Motorsound. Tiefer legen. So, Moment. Wie will der rückwärts gucken, Alter? Der hat überhaupt keinen. Ah, egal. Das schafft er schon irgendwie. Schafft er irgendwie. Ich meine, sowieso ist die Karre eh nur für Tuning-Treffen gut, denke ich. Aber mich würde mal interessieren, weil ist es ja immer noch ein Transporter, wie der sich gegenüber dem Vapid Settler schlägt. Soweit ich weiß, ist der Vapid Settler immer noch der beste Transporter von den Transportern. Und ich denke mal, da mache ich mal noch einen Speedtest. Mit dem Vapid Minivan Custom gegen den Vapid Settler. Jo Leute, das war's auch schon wieder vom Live-Tuning vom Vapid Minivan hin zum Vapid Minivan Custom Lowrider. Der Account hier ist übrigens von extrememodding.de in Unlock All. Für alle, die sich für Unlock Alls interessieren, die gerne einen Unlock All haben möchten, die schauen mal in die Videobeschreibung. Da ist mal wieder die Bestellseite von extrememodding verlinkt und auch die Facebook-Seite von extrememodding für alle, die noch Fragen haben zum Thema Unlock Alls und so weiter. Jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein. Und ich bin raus.
glaube ich. Ich fahre noch ein bisschen rum. Bis später. Haut da rein, bis zum nächsten Video.